Es ist wie so oft, wenn man etwas wirklich will, dann ist vieles möglich. Aber wenn man es nicht will, ja, dann gibt es jede Menge Vorschriften, Gesetze und Abkommen, die man ja leider nicht umgehen könne. Und weil der ehemalige Geheimdienstler Edward Snowden, der den Abhörskandal ins Rollen gebracht hatte, in den USA nicht politisch verfolgt werde, tja, dann könne man ihm ja auch kein Asyl in Deutschland gewähren. So die Haltung von Innenminister Friedrich nach der heutigen Sitzung des Bundestagsgremiums zur Kontrolle der Geheimdienste. Snowden nach Deutschland zu holen, lehnt die Bundesregierung also weiterhin ab. Befragen möchte man ihn aber schon, allerdings in Moskau. Hans-Christian Ströbele ist derzeit ein äußerst begehrter Gesprächspartner. Auch das parlamentarische Kontrollgremium wollte mit Ströbele wegen seines Besuchs bei Edward Snowden in Moskau reden. Nach fast 4 Stunden in geheimer Sitzung bleibt es dabei. Dass Herr Snowden kein Asylrecht in Deutschland hat, weil er nicht politisch Verfolgter ist. Vergangene Woche noch hätte die SPD Snowden gern in Deutschland befragt. Jetzt aber? Eine Befragung in Deutschland steht im Augenblick nicht zur Debatte, sondern wir wollen zunächst sehen, ob eine Befragung in Moskau möglich ist. Einigkeit bei den angehenden Koalitionspartnern, möglicherweise um die deutsch-amerikanischen Beziehungen nicht zusätzlich zu belasten. Für die Grünen ist es dagegen kein Problem, US-Staatsfeind Snowden in Deutschland aufzunehmen. Selbstverständlich kann man davon absehen, ihn auszuliefern. Und selbstverständlich kann man auch mit den deutschen Sicherheitsbehörden die Sicherheit von Herrn Snowden in Deutschland garantieren, sicherstellen. Nur man muss es wollen. Indes bleibt unklar, was die beiden Geheimdienstchefs bei ihrem Besuch in Washington genau erreicht haben. Jedenfalls will Präsident Obama bis Dezember die Arbeit seiner Geheimdienste überprüfen und Ergebnisse vorlegen.